Moin, moin! Hier ist wieder euer Robin für euch. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Und heute in diesem Video soll es darum gehen, wie es der erste FC Köln in die erste Bundesliga geschafft hat. Nämlich durch das letzte Spiel Greuther Fürth gegen den ersten FC Köln. Köln gewann 0:4. Ja, ich habe gerade zwei Seiten offen. Denn auf dem Videotext sind zwei Seiten und der springt immer ein bisschen rüber, von links nach rechts. Und ja, deswegen schaue ich jetzt einmal hier hin und einmal dahin. Also, Tore und Karten. Cordoba, 8. Minute Rechtsschuss zum 0:1. 0:2 Steininger, 20. Minute Eigentor mit dem Kopf. 0:3 Cordoba, 41. Minute Kopfball. Und in der 65. Minute 0:4 Cordoba. Das heißt, durch dieses 0:4 ist der erste FC Köln in die erste Liga aufgestiegen. Ja, was muss man sagen? Eine gelbe Karte gab es auch. Für Steininger die zweite gelbe Karte. Das Spiel hat geleitet Guido Winkmann aus Kerken. Anstoß war am 6.05.2019 um 20.30 Uhr. Stadion war Sportpark Rohndorf und Zuschauer 12.520. Ja. Was soll man dazu sagen? Herzlichen Glückwunsch, 1. FC Köln. Wer als Zweitplatzierter aufsteigt, ist noch nicht klar. Union Berlin oder Paderborn. Auch der HSV kann nicht aufsteigen. In den letzten beiden Ligaspieltagen der zweiten Bundesliga. Köln ist aber durch. Das heißt, sie sind aufgestiegen, sie werden nächstes Jahr erstklassig spielen. Mal schauen, wie sie sich halten. Spannend wird auf jeden Fall auch das Spiel Düsseldorf gegen Köln, denn beide sind ja jetzt in der ersten Bundesliga. Man kennt ja das ein oder andere Gerücht, dass Düsseldorf nicht mit Köln und Köln nicht mit Düsseldorf. Aber das wollen wir sehen. Jetzt habt ihr ein paar Infos bekommen zu diesem Spiel. Greuther Fürth gegen 1. FC Köln. Ich sage, ciao mit Feuer, Robin. Bis bald. Tschüss.